So, hallo zusammen. Ich hoffe, ihr habt alle den richtigen Weg gefunden. Auch von mir, hallo zu unserer zweiten Online-Probe. Wir freuen uns schon total, sind auch schon ein kleines bisschen nervös und ja, sind gespannt, was auf uns zukommt. Genau. Wir hatten ja geschrieben gehabt in der Einladung, wir sind ja nicht zu zweit diesmal, sondern zu dritt. Und möchten nun ganz herzlich die Weinkönigin aus Egerella, die Marie, begrüßen. Komm nochmal rein, bitte schön. Hallo, auch von mir. Ich bin die Marie. Ich bin die amtierende Weinkönigin aus dem wunderschönen Heimatdorf von mir, Egerella. Ich bin jetzt seit 2018 in meinem Amt und habe normalerweise zwei tolle Weinprinzessen an meiner Seite, mit denen ich auf die umliegenden Weinfeste fahre und dort natürlich auch sehr gerne ein Gläschen Wein trinke. Schön. Also ich hätte gesagt, wir nehmen mal so ein bisschen Platz und dann erklären wir mal weiter. Genau. So, bei der Online-Probe, ja, was ist jetzt vorneweg mal als allererstes wichtig? Natürlich die Aufteilung, wie wir probieren werden. Wir beginnen mit der Nummer 1 natürlich, dann aufsteigend. Empfohlen würde ich jetzt mal sagen, kleiner Sipp nur einzuschenken, dass man mit der Probe nachkommt, dass man dann die Weine danach weiter probieren kann, die Flasche austrinken kann, beziehungsweise muss auch nicht heute Abend sein, die kann man auch gut in den Kühlschrank stellen und die nächsten Tage dann weiter trinken. Die Weine sind sich sehr gut haltbar, wenn sie dann ja, kühl und trocken stehen. Genau. Ja, an der Stelle hätte ich auch noch gesagt, es wäre gut, wenn die Weinflaschen und eventuell die Etiketten schon mal, die losen Etiketten schon mal hergerichtet sind. Und dann können wir darüber dann verteilen, wie wir was dann erschmecken, riechen, hätte ich mal gesagt. Also der Part ist ja nicht nur mir überlassen, sondern darum haben wir uns ja auch ein bisschen Hilfe geholt. Genau. Was ich vielleicht noch ganz kurz sagen mag oder möchte, ist, ich werde natürlich die ganze Zeit die Chat-Funktion auch benutzen, wenn Fragen da sind oder sowas, dann werde ich immer wieder dazu huschen und versuchen, mit den anderen beiden die Fragen zu beantworten. Und was mir noch total am Herzen liegt, ich wollte auch noch ganz gerne Hallo sagen und sagen von uns allen nach Österreich, in die Schweiz und nach Belgien. Und wir sind total glücklich, dass wir heute so international unterwegs sind. Und ich hoffe, dass wir alle viel Spaß haben jetzt. Genau so. Gut, dann starten wir die Dame von links. Mit der Nummer 1. Genau. Schön. Ja. Ja. Sehr gut. Die Karte macht natürlich auch noch einen Schluck, auch wenn man sie nicht direkt sieht. Genau. So, Marie, ich würde dich mal bitten, einfach mal zu schauen, was erschmeckst du, erriechst du, ersiegst du. Genau, schau. Riechen wir zuerst mal? Ja. Sehr aromatisch, finde ich ein kraftvolles Aroma. Ich würde mal schon probieren. So warm ist es. Finde ich sehr, sehr zart und weich auf der Zunge. Und auch das Aroma schmeckt man auch nochmal, finde ich, raus. Hat wenig Säure, finde ich. Mhm. Schmeckt sehr leicht, schmeckt, kann man sehr gut trinken. Mhm. Mhm. Hat schon eine Richtung, was du glaubst, was für eine Rebsorte das es geben könnte? Ja, also ich denke mal auf jeden Fall ein Trockener. Es könnte ein Burgunder sein, denke ich. Aber du bist da eher der Mann vom Fach. Vielleicht bin ich ja schon richtig, wer weiß. Ja, die Richtung ist auf jeden Fall schon mal sehr gut. Genau, also trocken ja, schöne Frucht auf jeden Fall. Man hat so die klassischen Burgunder drin.
Schon auch in der Nase, also so ein bisschen was das Nussige, ein bisschen was Spitziges dann auch, das, wie du jetzt auch erklärt hast, am Gaumen die Weichheit, so eine leichte mineralische Noten, also so das Mineralische beschreibt sich hier auch ganz gut mit so einer leicht Salzigkeit irgendwo. Genau, das hat der natürlich auch drin. Ja, wir wollen die Leute jetzt auch, denke ich, nicht allzu lange auf die Folter halten. Was es denn sein könnte? Hast du im Burgunderbereich, fangen wir anders an noch, im Burgunderbereich gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Wir haben ja einen Weißburgunder, einen Grauburgunder, einen Chardonnay, einen Auxerrois. Glaubst du da was in die Richtung, Juli, einzuschätzen? Ja, also ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht täusche, würde es in Richtung vom Auxerrois gehen. Ja, der ist halt sehr, sehr weich und wenig Säure hinten runter. Ja, also mein Tipp wäre der Auxerrois. Sehr gut, also da hat sie mal den Nagel komplett auf den Kopf getroffen. Also wir haben hier mit einem absoluten Profi zu tun. Genau, es ist ein Auxerrois. Auxerrois ist ja eine französische Sorte, ist eine Burgundersorte, genau, reiht sich ja, geschmacklich so zwischen Weißburgunder und Chardonnay ein bisschen, genau. Der ist jetzt trocken ausgebaut. Der steht bei uns auf der Lage Bienenlein. Da ist ein roter Schiefer. Genau. Die Lage selber ist so südwestlicher Hang und hat ja, ein bisschen mehr Schiefer und Lehmanteil darin. Darum roter Schiefer. Genau. Ja, jetzt ist die Frage hier an der Terrassenmosel: Wie kommt überhaupt ein Auxerrois hierher? Ist nicht unbedingt typisch, vielleicht nicht unbedingt heimisch, tatsächlich. Das war relativ einfach eigentlich. Also wir sitzen ja hier in der Familie dann gerne mal zusammen und probieren ja auch unsere Weine. Und da hat sich das mal so ein bisschen rauskristallisiert, dass die Schwiegermutter ja seit Jahren so ein bisschen einen Wein gesucht hat, was sie auch unbedingt gerne irgendwie mal hätte. Und da sind die zwei, also die Schwiegereltern, dann draufgekommen, wäre ein Auxerrois. Und so war der Weg dann, dass der in das Pflanzgut sogar in Luxemburg gekauft wurde. Hier dann angepflanzt wurde und ja, die Schwiegermutter hat ihn als junges Mädel gerne getrunken und das geht immer noch ganz gut, genau. Ja. Sehr schön. Tschüss. Genau. Ja, so als Zwischenfrage irgendwie. Weinkönigin, wie wird man überhaupt Weinkönigin? Oder? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Weinkönigin in Edegaeller wird man dann, wenn man bei uns am Weinfest samstagsabends im Zelt die meisten Flaschen Wein geleert hat und die zwei Mädels, die dich dann nach Hause bringen, sind dann im nächsten Jahr auch deine Weinprinzessinnen. Also quasi die Mädels, die am längsten überleben, sind dann im nächsten Jahr die neuen. Kleiner Spaß. Also es ist schon was sehr Traditionelles. Man wird schon auch gewählt, alle Vereinsvorsitzenden hier in Edega stimmen ab. Man muss sich dann vorstellen, wer man ist, was man so macht, warum man das machen möchte, warum man zwei Jahre den Weinort vertreten will und dann, wenn man Glück hat, wird man dann gewählt. Und ja, wenn man noch zum Beispiel ein anderes Trio dabei hat, ist dann auch eine Stichwahl und dann könnte es schon sehr, sehr knapp ausgehen am Ende. Okay. Aber jetzt mal, ja, wir wollen das Corona-Thema ist nicht zu groß angehen, aber deine Amtszeit war ja eigentlich, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, rum. Genau. Wie ist denn das jetzt da? Machst du jetzt einfach weiter, weil man ja immer nicht wählen kann, darf sozusagen? Genau, also ich bin ja seit 2018 jetzt im Amt und die eine Amtszeit geht zwei Jahre. Also hätte ich eigentlich letztes Jahr ja abgeben müssen, aber da ja kein Weinfest war, haben wir dann gesagt, wir machen noch ein Jahr weiter. Und je nachdem, wie es dieses Jahr weitergeht, bleibe ich dann noch ein Jahr. Also vielleicht werde ich dann, also eigentlich bin ich im Moment die längste Weinkönigin, die es mal in Edega gab. Aber vielleicht werde ich ja noch ein bisschen länger die Krone behalten dürfen. Das ist ja auch verstanden, oder? Nicht schlecht, so mal zu Hause zu haben. Nein, das ist absolut. Die Krone ist sehr schön auch. Ja. Das ist auch sehr, sehr, eine sehr feine Krone, muss man sagen. Hat Edega eine sehr schöne Krone. Toll. Ja. Das ist richtig was Schönes. Ja, ich hätte mal gesagt, wir kommen mal bei dem Wein zum Ende, dass wir zum nächsten Wein überspringen können.
Ja, er bleibt auch recht lang im Mund. Ja, finde ich. Also, das muss man auch dazu sagen. Also, so der Abgang, der spielt sehr lange da. Ja. Also, vielleicht auch noch so ein bisschen Speiseempfehlungen können auch noch dabei kommen, heute so ein bisschen spontan. Wäre, ja, klassische Folie aus Speisen, also Spargelgerichte, das wäre super. Genau, gegrillte Gemüsesachen, so ein bisschen Hähnchen, sowas geht auch schon. Genau, der macht richtig Spaß. Also, ich hoffe, euch auch. Genau. Ja, Katze. Ja, komme ich nochmal und ich habe schon mal die zweite Flasche dabei. Also, es ist jetzt vielleicht eine gute Gelegenheit, auch schon mal die Nummer 2 zu organisieren. Aber bevor wir jetzt mit der Nummer 2 weitermachen, wir wollen ja jetzt auch nicht durch den Abend galoppieren. Ja. Ja, vielleicht habt ihr schon gemerkt, irgendwie sieht es anders aus bei Osters. Ja, wir sind in unserem neuen Wein und Raum und sind total glücklich, dass wir es geschafft haben, bis heute Abend alles fertig zu kriegen. Wir haben unsere Straußwirtschaft über den Corona-Winter ein bisschen aufgepimpt. Man hat ja viel Zeit, man macht ja sonst nicht viel, also kann man ja ein bisschen bauen. Und das haben wir getan. Und jetzt habt ihr so den ersten Einblick in unseren neuen Wein und Raum, der hoffentlich dann ab dem 1. Mai auch wieder Donnerstag, Freitag, Samstag geöffnet sein kann. Genau. Das war ein großes Projekt, ein gutes Projekt. Und man muss ja auch ehrlich sein, wir haben ja bis zuletzt noch geschaut, gerade mit Stühlen und Co. Und jetzt sind wir wirklich, wirklich froh, dass das so geklappt hat. Muss aber auch dazu sagen, ich auch weiß, Sonntag war ja eigentlich die Zielsetzung, also wir haben es erfüllt. Genau, weil eigentlich hätten wir Kommunion am Sonntag, aber das ist ja auch nicht, Gott sei Dank. Sonst hätten wir heute Abend keine Zeit für die Weinprobe. Genau. Ne? Man muss ja Prioritäten setzen. So dürfen wir schon mal als erstes hier sein und den Raum sozusagen eröffnen. Genau. So, ich schenke euch mal einen kleinen Sip ein von der Nummer 2. Ja, so, die Nummer 2 im Glas. Ich bin ja wieder so frech, Marie. Aber ich bin ja auch gelernter Sommelier. Genau. Vom Tun her hatte ich ja die Möglichkeit, in Wien die Weinakademie noch zu besuchen. Fangen wir mal ganz vorne an. Du hast vorhin beim Riechen angefangen. Schauen wir mal einfach auch mal die Konsistenz, die Viskosität vom Wein selber auch mal an. Was uns einfach die Farbe auch verraten kann. Ich würde dich darum bitten, einfach mal zu schauen, was du daraus lesen kannst. Nur mal vom Anschauen her. Was man dann rausfinden kann. Am leichtesten ist natürlich, wenn man irgendwie ein weißes Blatt Papier oder sowas hat, wo man dann das Glas davor halten kann, damit man die Reflexe dann gut erkennen kann. Mhm. Genau, bitteschön. Ja, also ich finde ja schon mal sehr goldig, so, wenn man das so sagen kann. Ja. Ja, ich finde, er ist sehr schön ein Schwung mit Glas mit drin, der läuft bis so von der Seite runter und bleibt in allem so zusammen. Sehr schön. Ich denke, du kannst da vielleicht noch ein paar mehr sagen. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten. Also Fabian, das stimmt. Bin sogar noch ein bisschen kühler und sage, es ist eher ein, nicht unbedingt ein ganz goldgelb, sondern geht eher so ein bisschen hellgelb mit ganz ansatzleichte grüne Reflexe. Genau. Wenn man ein bisschen schwenkt, kann man auch ersehen, wenn man es erwartet, genau, dass am Glasrand sich so Kirchenfenster bildet. Ab dem sieht man schon ein bisschen, also so ein bisschen gegen das Licht halten, sieht man das am besten, wie viel Alkohol das ungefähr drin ist. Also das ist so ein bisschen was, da kann man so ein bisschen rauslesen, was einen eventuell erwarten kann. Als Beispiel hochgesagt, wenn man Trächter Schnaps probiert, die machen ganz große Kirchenfenster. Wenn man da das Glas ein bisschen schwenkt, dann sieht man, die sind so ganz große Schmieren, was und so ölig, so richtig ölig, schmierig, wo das runterläuft. Und das geht beim Wein natürlich ja auch. Und das ist schon viel Alkohol, was dann am Glas haftet.
beziehungsweise der Wein natürlich, aber das, was der Alkohol ein bisschen steuert. Und hier, sag ich jetzt mal, sind wir im moderaten Bereich, die sind jetzt nicht ganz so groß, genau. Ja. Okay, ich würde dich bitten, dann das Ganze weiterzukommentieren. Ich finde, der riecht sehr, sehr fruchtig. Mhm. Sehr aromatisch auch. Er riecht schon so, so als würde man mehr davon haben wollen. Ja, so eine Vanillenote. Ja. Aber ja, ich bleibe auf jeden Fall bei Vanille. Ein bisschen. Also auch ganz kurz für zu Hause, probiert es einfach aus. Sein tut es auch, die Geschmäcker und die Sensorik ist komplett was Individuelles. Also nicht verkopfen, wenn wir jetzt irgendwas sagen von wegen, Röschen da, Bienchen da. Es ist viel von Tagesfassung abhängig auch. Also das muss man fairerweise dazu sagen. Es gibt so einen gewissen Raster, wo man sagen kann, okay, es gibt ein bisschen die Zitrusnoten oder doch ein bisschen die Steinobstnoten oder das bärige Frucht, ja, das kann man, aber kommt immer ja auch darauf an, was hat man gerade vorher gegessen, getrunken, also wenn es gerade ein doppelter Espresso drin war, ist das eine andere Note, als wie wenn davor ein Apfelsaft oder sowas getrunken wurde. Genau, das sind ganz individuelle Sachen, was so für jeden auch ein bisschen gegeben ist. Ja, für mich riecht er auch sehr, sehr fruchtig. Ja. Ich weiß, also, ja, kann ich nicht definieren. Aber Vanille ist auf jeden Fall. Vanille ist auf jeden Fall dabei. Ja, absolut. Ja, ich würde mal sagen. Probieren wir mal. Ja. Ja, oftmals ist gut, wenn man 2-3 Mal probiert. Ja. Der Erfahrungswert ist größer. Ja, also ein bisschen, also irgendwie so ein bisschen süßlich auch für mich jetzt. Ja. Hm. Aber auch so ein bisschen so auf der Zunge. Man merkt auf jeden Fall, dass er über die Zunge läuft, finde ich. Mhm. Und für mich wäre ein Wein, den man halt auch gut trinken könnte, wenn man dann denkt, oh ja, der hier, wie man so schön bei uns sagt, der ist süffig. Mhm. Ja. Finde ich auch auf jeden Fall und könnte ein guter Frauenwein sein. Ja. Ja, finde ich schon. Sehr interessant. Ja, und okay, so die Weichheit, genau, die Fruchtigkeit, so wie sie die Lebendigkeit, klar. Ja, ich wage mich wieder Richtung Rebsorten. Genau, das ist hier ja gar nicht mal so einfach dann. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich da so richtig bin, aber ich denke auch ein Burgunder. Okay, ein Burgunder, ja. Denke ich, aber ich, ja, vielleicht festlegen kann ich mich nicht. Okay, ja. Ja, ja, schon, also ich hätte mal gesagt, das ist schon sehr gut. Also ja. Oxavar hatte ich ja schon mal. Ja, also da war ich schon mal 100%. Ja. Ja, hier ist echt jetzt nicht ganz so einfach, das stimmt. Hat auch damit zu tun, dass eine andere Struktur ist. Also die Probe ist ja prinzipiell ja eine 2020er Probe. Jetzt, haha, die finde da drin, das ist ein 2019er Weißburgunder, ja, die Schlüsselbomb. Und die Schlüsselbomb ist ja sowieso was ein bisschen aus dem Raster fällt. Also fällt ja auch aus dem gesamten Sortiment ein bisschen raus. Nicht nur wegen dem Etikett, auch geschmacksprofiltechnisch. Das ist ein weißer Burgunder. Der liegt über ein Jahr lang im kleinen Holzfass, also im Barrique-Fass, 225 Liter. Genau, und wird dann, also die Macher ist sehr, sehr intensiv alles. Wir reden hiervon jetzt, ja, fangen wir anders an. Wieso überhaupt Schlüsselbomb und wieso dann überhaupt die Machart und genau, fangen wir da an. Also die Schlüsselbomb hat sich anders ergeben nämlich, genau. Und das Thema war weißer Burgunder. Und wir sind in der Familie, haben hier gemerkt, nach dem Herbst, wo so die erste Gärung durch war,
was für ein Maul voll Wein das war. Und dann sind wir über das Reden draufgekommen, was die Lage überhaupt alles in sich hat. Und die Lage selber ist ein ehemaliger Bombenkrater. Daher die Bombe. Und der Name selber kam nicht von der Jugend, wenn man das so will, sondern kam von der Schmiedung, so von der Janni. Die hat die Schnüssbomb als Name festgelegt, war zwar am Anfang nicht ganz ernst gemeint, muss man ganz ehrlich sagen, aber danach hat sie irgendwie Gefallen gefunden und wir auch, unser Etikett, glaube ich, denke ich, spricht für sich und so ist auch der Wein. Und jetzt kommen wir ein bisschen eben auf die Machart auch von dem Wein. Das ist eine Lage, das nennt sich Klosterstuben, dir sagt ja Klosterstuben was, also von Baden geht wahrscheinlich ein bisschen und sowas, genau. Klosterstuben ist ein Nordhang. Im Weinbau würde man ja tunlich sagen, bau da ja kein Wein mehr an, aber der Hang ist so flach, dass von morgens bis abends die Sonne drin ist, dass wir auch jetzt gerade seit 2018 Lesewerte da drin haben, die das extrem gut sind. Das muss man schon sagen. Also wir haben hier einen Weißburgunder, wo auch nicht mehr so ganz schüchtern dasteht, sondern der hat wirklich schon ein bisschen Bums, das merkt man auch. Das ist auch schon ein bisschen kräftiger. Der bleibt auch nochmal, meiner Meinung nach, jetzt ein bisschen länger im Mund noch als wie der Vorgänger. Genau. Und hat auch die Länge gezielt rausgekitzelt. Das heißt eben aus der Lage dann haben wir dann natürlich Handlese, 100% Handlese. Das dann entrappt und auf die Maische legt, bleibt die dann meistens so 2 bis 3 Tage auf der Maische liegen mittlerweile. Das geht sehr gut. Genau, und jetzt kommen wir auch wegen dem Jagen natürlich. Der kommt eben das kleine Holzfass und bleibt ein ganzes Jahr im Holzfass liegen. Also der ist auch komplett spontan verloren. Also da sind keinerlei Schönungsmittel drin. Von den, ich sage jetzt mal, hat sich natürlich abgesetzt, hat eine Filtration und dann ist er abgefüllt worden. Der ist ganz naturell, so wie er ist, da hat sich die Säure komplett balanciert. Meiner Meinung nach ganz was Tolles, also kompletter Natur überlassen, wenn man das so will, das finde ich ja immer die größten Weine. Dauern zwar immer etwas länger, also die müssen immer doch ein Jahr mindestens auf der Hefe liegen noch und danach, sage ich jetzt mal so, die Trinkreife, das ist ein sehr jungfräulicher Wein, meiner Meinung nach auch noch. Und hat ein echt großes Lagerpotenzial auch, genau, was man so dann schon im 3., 4. Jahr, glaube ich, 5., wo dann nochmal mehr die Frucht rauszeigt, genau, ja. Ja. Schmeckt gut. Schön, danke. Aber daher auch ein bisschen, also meine Überraschung auch, als jetzt von der Marie, als sehr süffiger, sehr trinkreifer Wein irgendwo, weil eigentlich die Zielsetzung war was kräftig Großes dann mit Holz. Da ist aber jetzt auch ein gebrauchtes Holz ist, kommen eben so schön die Vanillenoten in den Vordergrund und ich nenne so rein im Holz erschlagen, wie sag jetzt mal in anderen Regionen es Usus ist. Also jetzt mal so in Kalifornien kriegt man sehr viele Weine, die was so extrem überschlagen sind. Genau, ja. Und das hat er eben nicht, sondern ist sehr charmant, alles sehr gut eingebunden. Ja. Schön. Ja, ich hoffe, zu Hause wurde das auch erraten, natürlich. Stimmt. Die Karte war jetzt fleißig am Tippen, also ich wollte fragen, was bewegt sich da? Ich sehe es ja, ne? Wir sehen es ja. Es passiert voll viel in unserem Chat und ich bin total froh darüber. Und es kam jetzt nochmal die Frage, warum die Schnüssbomb Schnüssbomb heißt. Und ich habe auch im Chat auch nochmal erklärt, dass es A, ein Mund voll Wein ist, so, ja, der von seinem Geschmack dann auch einfach im Mund explodiert, wie wir finden. Und das war auch der Grund, warum unsere Mama gesagt hat, explodiert ja in der Schnüss und ne, wenn was explodiert und es ist, ne, dann liegt die Schnüssbombe einfach nah. Das liegt ja nah. Und also Schnüss müssen wir jetzt auch nochmal, wir sind ja ein bisschen international heute, wir sind der Mund. Also genau. Und als Nebeneffekt ist es tatsächlich so, dass in dem Weinberg, in dem die Reben stehen, also dieser weiße Burgunder steht, wirklich auch ein Bombenkrater ist. Ja. Aus der Vergangenheit und deswegen passt dann die
Bomb natürlich noch ein kleines bisschen besser. Genau. Ach ja, genau. Und dann kam auch noch so eine kleine Anmerkung zum Nordhang aus Österreich. Also ja. In Laterns gibt es wohl noch Pulverschnee am Nordhang. Da muss ich sagen. Also ich persönlich, so als Moselmädchen, wo es einfach niemals nie Schnee gibt, bin gerade froh, dass bei uns kein Schnee mehr auf dem Nordhang liegt. Super, und ich bin kein Tolles an. Ja. Sollen wir weitermachen mit dem nächsten Mal? Oder? Ja, ich mache mich mal auf den Weg Richtung Nummer 3. Mach dich mal auf den Weg in Nummer 3, genau. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Ja. Aber so auch noch für mich eine Frage, Marie. Wie, was machst du außerhalb noch eigentlich? Also, Weinkönigin, ich höre jetzt, sag jetzt mal noch ein bisschen runterfahren. Ja. Hattest du jetzt eigentlich viele Auftritte, Möglichkeiten, dich zu präsentieren irgendwie jetzt in der Corona-Zeit noch? Also davor, klar, Weinfeste und Co., da ist ja im Austausch mit anderen Orten genauso. Aber ist das dann auch, ich sag jetzt mal, hast du die Möglichkeit, irgendwo anders dich zu präsentieren noch? Oder? Genau. Ja, also jetzt vor der Corona-Zeit auf jeden Fall, da sind wir ja wirklich jedes Wochenende mindestens 3-mal unterwegs gewesen auch. Ja. Aber jetzt, seitdem Corona ist und die Feste auch alle so abgesagt worden sind, sind wir quasi in den vorzeitig ein bisschen in den Ruhestand gegangen und warten eigentlich darauf, dass es wieder losgehen kann. Mhm. Aber sonst so, an sich haben wir jetzt nichts gehabt. Das ist jetzt wieder so der erste Auftritt, wo ich wieder dabei sein darf oder wo ich mit dazukommen durfte. Am Zurückführen, genau. Oder so genau, ja. Also im Mai steht nochmal eine Veranstaltung an, da sind wir bei einem Gottesdienst eingeladen. Schön, ja. Ja, aber ansonsten mal gucken, was das Jahr noch so bringt. Vielleicht ist ja noch das ein oder andere Event, was man besuchen kann. Ja, also ein Aufruf nach außen, wenn jemand eine Weinkönigin baut. Wir können sie gerne. Aber nur mit den Prinzessinnen dann zusammen. Vorausgesetzt, die verschiedenen Haushalte dürfen sich treffen. So schaut's aus, Simon. Ja. Gut, ich bin hier mit der Nummer 3 und verteile schon mal bei uns einen Sipp Nummer 3. Ja, ich muss in der Zeit, also mit zu Hause auch noch, ich muss immer wieder Fragen stellen. Ich bin so der lächtige Part, ich bin sehr neugierig. Das liegt in meiner Natur. Ja, jetzt hatte ich aber schon erklärt, wie man Weinkönigin wird und so, gell? Was bewegt einen dann auch noch dazu, ja, überhaupt das Amt zu machen? Also es ist ja doch so eine gewisse Trinkfreudigkeit muss ja da sein. Ja. Also ein bisschen Trinkfestigkeit muss ja auch da sein. Genau, was hat dich bewegt? Ja, also ich habe früher immer Autogrammkarten gesammelt von den Weinmeistern und auch Postkarten geschrieben hier an das Haus. Okay. In das Haus Oster. Und habe die dann auch alle gesammelt und in mein schönes Buch geklebt und gesagt, da will ich auch auf jeden Fall werden. Also sozusagen ins Haus, Entschuldigung, ich muss ganz kurz eindenken, das war sozusagen an meine Frau, weil die hatte das Johanna, auch an Johanna, an Johanna, meine Schwägerin. Ja, okay. Und dann habe ich eine Postkarte geschrieben, wie toll ich die denn auch finde und ich finde das so schön, dass die beiden toll. unterwegs ist. Ja, da kriege ich auch heute immer noch erzählt, dass ich hier eine Postkarte geschrieben habe. Aber der ist einfach ein sehr, sehr schönes Amt, was man antreten kann. Und man lernt viele Leute kennen, ist viel unterwegs, trinkt auch ein oder ab und zu mal so ein bisschen Wein und Sekt. Ja, ja. Ja, also man lernt viel kennen, macht Spaß und man ist viel unterwegs. Also das ist schon eine Zeit, die man jetzt, wenn man es gemacht hat, nicht missen möchte. Okay. Also die ist auf jeden Fall, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das auf jeden Fall tun. Ja. Von der Mosel jetzt. Sehr gut. Wie ist denn das jetzt? Du bist ja dann ja jetzt der Ediger Eller. Es gibt ja so gewisse Hierarchie auch. Man kann ja deutsche Weinkönigin werden, man kann die Wiez-Weinkönigin werden. Könntest du dich da jetzt auch bewerben dafür? Also so rein aus Interesse. Ja, also ich könnte jetzt mich als Mosel-Weinkönigin bewerben, ja. Weil ich jetzt hier in unserem Ort Weinkönigin war. Mhm. Und wenn ich dann, also wenn ich das machen würde und dann Mosel-Weinkönigin auch werden würde, könnte ich mich auch für die deutsche Weinkönigin aufstellen lassen und dann auch da die Wahl mitmachen, aber. Ich denke, es bleibt beim Ort erstmal. Ja, erstmal. Ja, mich würde das schon interessieren. Ja. Aber also man hat halt dann Jahre, wo man auch viel unterwegs ist. Und je nachdem, welchen Beruf man dann hat, ist es schon schwer, dann auch immer freigestellt zu werden, weil man schon viele Auftritte hat. Mhm. Als Moselweinkönigin noch viel, viel mehr als schon als Ortsweinkönigin. Und die Deutsche ist ja dann noch mehr unterwegs.
Ja gut, bei der Deutschen, was ich so mitgekriegt habe, die braucht nicht mehr arbeiten, die schafft für den deutschen Wein. Ich auch nicht verkehrt, muss man auch sagen, also irgendjemand muss es ja machen. Also, schön, alles klar. Ja, okay. Ja, ja, ich hoffe, zu Hause sind die Gläser für die nächste Probe auch schon gefüllt. Ja, ich lass dich mal und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, jetzt würde ich das auch eben mit dem also geschwenkt mit dem Alkoholsatz. Ja. Könnte man meinen, hier wäre ein bisschen mehr drin. Okay. Glaube ich zumindest. Ob das jetzt stimmt. Sagen? Ja, sie zieren sich, sie sind doch ein bisschen langsamer, was runterkommen dann. Absolut. Ob es jetzt wirklich viel mehr ist, so hundertprozentig lässt sich das nicht sagen. Ja. Das muss man ganz ehrlich sagen, das ist hier nur ein Anhaltspunkt, genau, wo einem so eine grobe Richtung gibt. Ich hätte jetzt gesagt, der ist jetzt so nicht stärker wie der Vorgänger. Ja. Ne? Genau. Und ja, also farbetechnisch war schon, ich brauche genau eine weiße Farbe, ein bisschen heller. Ja, aber noch also ein bisschen, oder? Ja, noch ganz ein bisschen, ja. Ja. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe auch, lass mich lügen, es sind nochmal so ein bisschen grüne Reflexe, was sind von uns, die Servietten, ich weiß es nicht. Also die siehst auf jeden Fall du als Profi, ja. Würde ich mal sagen. Okay. Ja, lass uns nochmal reinrichten, das Ganze. Also wir machen das jetzt mal anders. Ja. Der Chat läuft ja sehr gut, sehe ich gerade. Ich würde mal darum bitten, dass vielleicht mal so Nuancen aus dem Chat kommen. Was riecht ihr zu Hause? Bin ich gespannt, ob die auch so riechen, wie ich. Das wäre super, weil dann können wir mal so ein bisschen in Interaktion treten. Also die Katrin ist ja eh dran, das ist absolut, das läuft ja auch. Die Stimme aus dem Off muss kurz sagen, dass es gerade hakt hier. Ah, okay, okay. Also ich werde jetzt vielleicht einfach mal kurz meine Antwort, die ich gerade geschrieben habe, auch nochmal sagen. Es kam eben ein Kommentar, dass wir recht schnell sind. Das wissen wir, dass wir gerade relativ schnell unterwegs sind. Ja. Und es ist aber wirklich so, dass ihr jetzt in der Probe im besten Fall wirklich nur einen kleinen Sipp von dem jeweiligen Wein immer in eurem im Glas haben solltet. Damit wir mit der Probe jetzt, natürlich können wir dafür ganz, 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 ganz viel Zeit einkalkulieren, aber es ist ja vielleicht nachher auch irgendwie schöner, wenn man dann mit den Personen, mit denen man gerade zusammensitzt, auch dann die Weine nochmal nachprobiert. Und damit ihr eben nicht kippen müsst, wäre es jetzt innerhalb der Probe gut, wenn ihr einfach nur so einen kleinen Sip einschenkt, diesen Sip dann auch probiert und euch dann vielleicht die eine oder andere Notiz dann auch dazu macht und dann nachher im Anschluss, wenn dann einfach Zeit ist und wenn ihr gemütlich zusammensitzt, dann nochmal die Weine, die euch besonders gemundet haben, nochmal nachprobiert und da auch nochmal nachschmecken könnt. Genau. So, die Frage an die Technik nochmal, ist was gekommen auf den Aufruf? Ja, es gab schon einen Tipp, was es für ein Wein sein könnte. Der Wein direkt, oder? Wir wollen nur einen langsam haben. Also von wegen schnell, also wir sind ja nicht so schnell. Nee, Quatsch. Es geht jetzt mir genau rein die Sensorik von wegen, was verspricht uns die Nase? Ich war nicht. Okay, nochmal den Aufruf. Vielleicht probieren wir es. Traut sich jemand? Also Namen werden nicht genannt, keine Ahnung. Also wir haben hier schon eine Meinung. Hier ist schon mal die Meinung Ivana im Raum. Okay, okay, okay. Also ich nehme das gleich raus. Ivana ist nicht. Ja. Soll ich mal? Mhm. Ja, okay. So, wir haben hier so ein bisschen was Pfirsichmäßiges. Vielleicht ein bisschen Ananas, was da im Hintergrund noch ist. Und so leicht
etwas würzig-krautige ja, Krautnoten, so ganz leicht, ganz leicht. Ja. Aber wie gesagt, also ein Sorbing, das ist wirklich sehr individuell. Das, was ich da riechen muss, müsst ihr ja nicht riechen. Am besten mal hält sich ein kleiner Tipp einfach an die Küche, die was viel kochen kennen ist. Das läuft viel einfacher, wenn man mal die Nase einfach in die Gewürzschublade hängt und mal die einzelnen Gewürze noch probiert sozusagen, genau. Das geht ganz gut. Ja. Ja, schon so, wir probieren mal. Der ist jetzt schon spritziger, gefühlt im ersten Moment auch ein bisschen kantiger. Genau, hat direkt was mit der Säure zu tun. Ist meiner Meinung nach etwas süßer sogar. Hat eine unglaubliche Mineralik, ist extrem jung. So vom Tun her, ja, ist ein Riesling, definitiv. Auf jeden Fall, hätte ich jetzt auch gesagt. Oder? Ich muss mich noch mal kurz einmischen, so die ersten Tipps sind gerade gekommen, was so Aromen angeht. Wir haben Pfirsich, wir haben Rhabarber. Okay. Und ich muss vielleicht auch noch ganz schnell sagen, besonders schöne Grüße von der Weinkönigin aus Mesenich, die Marie. Okay, ja toll, danke. Danke für den Kommentar. Und wir haben auch schon ein paar Weintipps, aber auf die gehe ich jetzt einfach mal nicht ein. Ne? Also Riesling definitiv. Das auf jeden Fall. Ich wäre jetzt mal so kühn zu sagen, es ist so mit Unterwaldung ein Mosel-Klassiker. Eben weil ein bisschen Struktur da ist, ja, weil ein bisschen Säure da ist, weil ein bisschen Lebendigkeit vom Schiefer da ist, das merkt man auch. Ja. Ich schätze, ja, Katrin, magst du uns einfach mal sagen, was für Vorschläge da sind und dann lüften wir das Geheimnis. Ja, also da will ich schon sagen, wir haben hier eigentlich die gesamte Palette angefangen von Vielfalt, weil die noch fehlt, über Paar, okay, zu viele und Rivana hatten wir ja ganz am Anfang schon. Also wir haben jetzt eigentlich jeden Tipp und wahrscheinlich könntest du es jetzt auch fühlen. Ja, das machen wir. Es ist der Paul. Ja. Der Paul hat Struktur. Der Paul ist ein liebenvoller Kerl, der was, ja, sein Herz am rechten Fleck hat. Er ist ein bisschen knackig, aber trotzdem im Herzen sehr weich und rund. Das merkt man auch. Wenn man den im Mund ein bisschen spielen lässt, mit der Zunge ein bisschen rollen lässt, dann kommt es wirklich so ein bisschen rüber. Am Anfang denkt man sich, boah, da ist ein bisschen mehr Kantigkeit, also im Verhältnis zum Vorgänger viel mehr logisch, aber lässt man ihn ein bisschen unten, lässt ihn dann nicht direkt, schluckt ihn dann nicht direkt runter, dann mag man merken, dass so ein bisschen Rechtszucker ist da. Der macht dann auf mit der Mineralik und dann mag man merken, boah, man hat einen Knack, der ist ganz zart, ein sehr herzliches Mensch, genau. Und ich denke mal, der Paul war so, glaube ich mal. Der Paul war definitiv so, aber was es mit dem Paul auf sich hat, da kommen wir ein bisschen später drauf. Ja, da kommen wir später drauf. Genau. Wir haben hier jetzt gerade noch einen Kommentar bekommen. Und zwar ist auch jemand das erste Mal hier bei unserer Online-Probe dabei. Ja. Und da ist auch noch die Bitte, dass wir vielleicht ein kleines bisschen was erzählen können zu unserem Weingut und zu den Lagen hier und zur Rose generell. Gerne. Und da können wir vielleicht einfach jetzt gerade so den Moment mal nutzen und einfach auch noch ein kleines bisschen so von uns her erzählen. Ja. Magst du noch ein bisschen was vom Weingut erzählen von uns? Ich rede die ganze Zeit, ich weiß nicht. Ja, Charmant, ist der ganze Weingut, ne? Also, ja, ich glaube, diejenigen von euch, die uns kennen oder schon auch mal hier waren, wissen, dass wir eine sehr lange Tradition haben hier mit unserem Weingut. Also unser Haus steht hier in Ella und an unserem Haus ist eine Jahreszahl markiert von 1827. Das heißt, dieses Haus und dieses Weingut gibt es schon sehr lange. Es ist auch schon sehr lange in der Familie. Und wir sind jetzt seit 8 Jahren mittlerweile, ja, oder siebeneinhalb Jahren mittlerweile hier wieder an der Mosel. Ich bin ein waschechtes Moselhähnchen.
und auch mit Ediger Eller doch sehr verwurzelt und war dann viele Jahre beruflich ganz woanders in Wien und da habe ich mir dann diesen Österreicher hier mitgebracht und dieser Österreicher meinte dann irgendwann, hey Katrin, was hältst du denn davon, wenn ich Winzer werde? Und ganz ehrlich, zuerst habe ich gedacht, echt jetzt? Aber ich muss sagen, ich denke, das war die richtige Entscheidung und wir sind ganz glücklich, dass wir jetzt wieder hier sind und jetzt das Weingut in der, weiß ich nicht so genau, wievielten Generation wirklich weiterführen. Mein Opa hatte dieses Weingut, mein Vater oder meine Eltern haben es weitergeführt und jetzt sind wir da und lieben es und finden es ganz großartig. Ja. Darf ich noch ganz kurz, also das war jetzt so ein bisschen unsere Geschichte auch, aber auch das Weingut selber, dass für die, die was es noch nicht so kennen, ein bisschen einen Überblick kriegen. Das Weingut ist auf drei Säulen aufgebaut. Es gibt das Wein plus Gut fürs Weingut. Wein plus Wohnen sind unsere Ferienwohnungen. Genau. Und dann gibt es eben den Wein plus Raum, in dem befinden wir uns gerade. Das ist unsere Straußwirtschaft, Vinothek, ja, Online-Weinprobe, Raum. Und den, ja, ich denke, das funktioniert einheitlich, ist ein einheitliches Konzept. Und scharf für sich mittlerweile. Am Anfang hat es ein bisschen Zeit gebraucht, bis das überall drin war. Aber jetzt sind wir wirklich sehr, ja, sehr gut funktionieren so. Ja, und angekommen. Ja, sehr. Also jetzt mit Umbau noch mehr. Angekommen, genau. Ja, gut genug von uns. Das ist ja immer so eine Sache, wenn man so zu viel von sich selber redet. Marie, ich komme ja. Ich muss nochmal auf dich da so zurückkommen. Gut, das mit der Weinkönigin haben wir so ein bisschen jetzt durch dein, ja, dein eigenes, eigentliches Leben, so sagen wir so. Was machst du da? Wo bist du da dran? Genau. Ja, zeig mal. Also, ich mache eine Ausbildung als Erzieherin. Okay. Bin jetzt im vierten Lehrjahr, also ist ja eine schulische Ausbildung und ich gehe jetzt im Sommer dann in mein letztes Jahr. Ein praktisches Jahr, gehe dann auch in den Kindergarten endlich arbeiten. Okay. Und bin dann nächstes Jahr im Sommer nach 5 Jahren dann endlich fertig. Kommst du vielleicht noch weniger in den Kindergarten? Oder? Vielleicht, also jetzt am Anfang noch nicht. Ist immer so eine Sache im eigenen Dorf, wenn man selber früher als Kind da war. Ah, stimmt. Und noch okay. Mehr Erzieher noch da sind, die mich halt selber hatten. Ja, deswegen, also ist immer. Kleiner Trost. Ja. Jetzt kriege ich wahrscheinlich den Seiten. Die Erzieher sind von der Katrin auch noch da. Also. Ja, sieht man mal, wie jung sie noch ist. Ja, mal gucken, wo ich irgendwann hingehe. Wer weiß, vielleicht komme ich irgendwann zurück nach Ediger. Ja, okay, schön. Das ist toll. Aber so Wein-Themen im Berufsleben nicht so. Also, nee. Im Erzieher auf keinen Fall mit den Kindern, so auch nicht wird nicht über den Wein gesprochen. Mit den Kindern wird aber zum Beispiel auch in die Weinlese schon gegangen. Also ja, jeder Tee, genau, wird schon thematisiert, aber ansonsten bin ich nur nebenberuflich, sag ich mal, dann die Weinkönigin, mit denen ich mit Wein zu tun habe. Ja. Das ist schön. Okay. Das ist schön. Ja, der Paul. Der Paul. Katrin. Ja, bitte, Daniel. Wie machen wir weiter? Wir machen gleich weiter mit der Nummer 4. Ich bin gespannt. Ich auch. Und ihr zu Hause könnt das auch sein. Jetzt schauen wir mal. Marie, ich überlasse dir das jetzt komplett. Komplett? Komplett. Okay, dann gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, von der Farbe her finde ich auch wieder irgendwie so auch wieder sehr goldig, würde ich sagen. Also die Tröpfchen, die du eben gesagt hast, immer so schwenkt. Also finde ich jetzt nicht schwer verändert, obwohl man schon, also man sieht es schon. Finde ich. Also,
Du siehst vielleicht noch eine andere Farbe drin, denke ich, vielleicht? Nö, nee. Ich lasse das jetzt einfach mal so kommen. Ich lasse dich mal ganz, ganz frei. Dann riechen wir mal. Ja, also ich finde, der ist sehr fruchtig und süßlich im Geruch, muss ich sagen. Mhm. Er riecht irgendwie nach mehreren Sachen, muss ich sagen. So, als wären mehrere Sorten mit drin. Ich probiere mal. Ja, an dieser Stelle nochmal. Chin Chin. Finde ich auch sehr leicht auf der Zunge, muss ich sagen. So ein bisschen verspielt irgendwie. Mhm. Kann ich mir sehr gut vorstellen, weil so bei gutem Wetter so abends noch auf der Terrasse ein Stückchen davon zu trinken. Ja, ja, wohl warm. Oder im Sommer, wenn man mal am Grillen ist. Oder beim Wandern zwischendurch. Ja, oder zwischendurch, so ein Allrounder. Ja, die gibt's ja auch. Ja. Die muss es ja auch geben, oder? Auf jeden Fall. Ja, ich könnte jetzt raten, was an Sorten ich dran schmecke. Mhm. Soll ich versuchen? Mach mal. Also ich denke, es ist ein bisschen Riesling drin. Okay, also du tendierst wirklich für mehr Rebsorten auch. Also, ja, also ich denke, es sind mehr. Also ich denke auf jeden Fall, es ist irgendwie so eine Kombination aus mehreren zusammen. Ja. Vielleicht noch ein bisschen Ribana. Mhm. Und irgendwie auch so ein bisschen was von Burgunder. Ich finde, ein Burgunder hat man immer so hinten, den merkt man noch so ein bisschen hinten runter. Mhm. Also im Moment ist unsere Community hier schwer aktiv. Wir haben ja schon ganz, ganz viele Tipps. Wir haben, der Ribana liegt tatsächlich gerade ganz weit vorne. Ja. Aber ich glaube, man kann den Ribana ja auch daraus erkennen, so ein bisschen. Ich halte mich noch zurück. Wir sind noch nicht ganz durch. Also ich halte mich noch zurück. Ich weiß es ja. Also ich bin der Einzige, was das, glaube ich, hier so ein bisschen weiß. Die macht wieder tatsächlich eine komplette Blindprobe. An der Stelle muss das auch nochmal gesagt werden. Er hat nicht groß die Möglichkeit gehabt, da viel zu probieren und zu machen und zu tun. Ich wurde auch nicht so eingeweiht, wie man das eigentlich vermuten müsste. Ja, wir tauchen hier schwer im Dunkeln. Wir werden es sehen. Also, ja. Es gab aber gerade noch eine ganz interessante Frage. Ja, vielleicht ist das noch ein guter Moment für diese Frage. Und zwar haben wir die Frage bekommen, warum auf manchen Flaschen eigentlich Korken sind und auf anderen Flaschen Drehverschlüsse. Wir haben jetzt hier eine ausgewogene Mischung. 3 Flaschen haben einen Drehverschluss, 3 Flaschen haben einen Korken. Ja, das war wohl ein bisschen beabsichtigt von der Probe her. Genau. Sein tut's, der Drehverschluss ist so ein bisschen aus Einfachheit. Ich will jetzt den Wein drinnen abwerten, das will ich überhaupt nicht. Die Trinkfreude bleibt dieselbe, das ist so. Aber es gibt viele Kunden, die sind schon in der Erwartungshaltung von einem Drehverschluss. Der Drehverschluss hat sich extrem schnell durchgesetzt. Dennoch probiere ich immer noch welche mit einem inliegenden, also mit einem Korkverschluss, zu haben, und das soll so ein bisschen auch das Zelebrieren von Wein haben, so das kleine Vorspiel davor. Man muss es auspacken, man muss aufmachen. Das macht Spaß. Also das ist so eigentlich der Grund und soll auch so ein bisschen rauskristallisieren, okay, der Wein ist jetzt nicht einfach auf und go, sondern ich muss mich schon ein bisschen beschäftigen. Ich brauche ein Werkzeug dafür. Ist eben mehr Sinnhaftigkeit schon mehr dahinter. Und natürlich auch ein bisschen unterstreichen, ist nicht mit der 0815 Alltagswein. Ja, also ich hoffe damit, die Frage geantwortet zu haben. Ja. Sonst kommen wir vielleicht auf diese Frage auch nochmal nachher am Ende zurück. Sehr gerne. Gut, merken wir schon mal. Genau. So, ja, wir sind bei der Nummer 4. Nummer 4, ja. Ja, wir haben, also ich habe gemeint Riesling,
und Ribana schon zu schmecken. Und ich glaube aber auch, dass es weißer Burgunder, also Weißburgunder mit drin ist. Mhm. Okay. Ja, also ich weiß nicht, ob ich schon, soll ich schon sagen, was ich meine, welcher Wein es ist, oder sollen wir noch ein bisschen warten? Vielleicht hat der eine oder andere ja noch einen Tipp. Ja, die Wein war jetzt hoch im Kurs. Katrin, sagt die Community hier Rivana was anderes noch, außer Rivana? Ist noch was gefallen? Okay, ja. Ja? Soll ich auflösen? Wenn du willst, also ich kann dir meinen Tipp abgeben. Gib mal einen Tipp ab. Also ich denke, dadurch, dass der Riesling, der Weißer Burgunder und der Rivana, also ich denke, den rauszuschmecken, ist es, denke ich, die vereinte Vielfalt, die Nummer 4. Mhm. Ja, er ist halt sehr leicht halt auf der Zunge und ich finde, der riecht auch sehr fruchtig. Mhm. Ja, so halt verspielt, so als wenn er halt, würde da mehr zusammenwirken. Ja, wir lüften es auf, oder? Also genau, es ist tatsächlich die vereinte Vielfalt. Also ich bin mega begeistert an der Stelle. Ich bin baff, also ich will nicht sagen wortlos ganz, aber bald. Es ist die vereinte Vielfalt. Die vereinte Vielfalt ist keine Cuvée. Es sind drei Rebsorten, die was zusammen verarbeitet werden. Da drin ist Riesling, Rivana und Weißer Burgunder. Das ist wirklich so. Kurzen Herkunftsbezug. Wieso? Was heißt hier da zusammen verarbeitet? Genau. Sein Punkt, wir schauen, dass wir die Lese zusammenkriegen, also dass die Trauben vom Riesling, vom Rivana, vom Weißen Burgunder zusammenkommen, das Ganze wird zusammen gepresst, dann in den Tank abgesetzt, genau die weitere Verarbeitungsmöglichkeit. Und wenn man hingegen eine Cuvée anschaut, da baut man jede einzelne Rebsorte für sich aus, also den Riesling, den Rivana und den Weißburgunder. Und dann, wenn der Wein fertig vergoren ist, werden sie zusammengeführt. Das haben wir hier nicht. Wir haben hier eine kleine Chaos-Theorie. Das Einzige, was ich so grob sagen kann, auf die Fläche, dass keine Rebsorte über 45% drüber geht. Genau. Riesling wird bisschen, also ich nehme mal an, ein bisschen mehr als die 40% und die anderen zwei sind grob halb aufgeteilt. Genau, ja. Man kann es nicht hundertprozentig sagen, weil es ist ein bisschen auf die Fläche gezogen. Mhm. Ja. Die Herkunft selber, die kommt nämlich aus Wien von der Machart her. Durch das, dass ich halt ja meine Weinkönigin in Wien kennengelernt habe und Wien kennengelernt habe auch, da den Weg zum Wein gefunden habe. In Wien gibt es den Wiener Gemischtensatz. Die haben sogar, das ist noch ein bisschen anders wie bei uns, die sind in Wien noch bald traditioneller wie wir. Ist so. Ganz alte Weinberge mit dem Wiener Gemischtensatz. Und das ist ganz was Spannendes, weil da stehen alle Rebsorten in einem Weinberg. Und nicht jetzt eine Reihe in Riesling, sondern wirklich, da steht ein Stock Riesling an die Grüne Welt, Wiener, an Traminer, an Neuburger. Da steht alles quer rund gemischt und es wird einfach alles zusammen genannt. Der Hintergrund ist relativ einfach. Der klassische Bauer, der hatte früher ja, hat bald jeder Bauer, jetzt gerade im Osten Österreichs auch, aber auch hier, Vieh, ein bisschen Acker und vor allem Wein. Also ein bisschen Haustrunk haben alle irgendwie gehabt. Wenn es nicht Wein waren, waren es Most oder sowas, dann hat es Äpfel oder so Birnen gegeben. Dann. Genau, die haben ja aber auch irgendwie immer Alkohol rausgemacht. Okay, das war gut. ja, in der Zeit für Zeit. Genau, die Sache war dann in Wien für die Bauern selber. Das Tolle war, die hatten immer eine Ernte. Das muss man ganz ehrlich sagen. Irgendeine Rebsorte hat immer überlebt, wenn man das so will. Und man konnte es gut zusammenbringen. Das war dann in den 60er, 70er Jahren als simpler Schankwein, wo sehr unkompliziert eben war im Anbau. Mittlerweile sind es mitunter die beliebtesten Weine in Wien und die sind ja auch geografisch geschützt, muss ich dazu sagen. Ganz was Tolles. Wie gesagt, ich habe die echt kennen und lieben gelernt. Ich finde die Macher einfach ganz, ganz toll. Mit dem Wissen bin ich eben an die Mosel gekommen und habe gedacht, komm, das Projekt probierst du. Ich glaube, das waren die letzten braunen Haare, was ich vom Schwiegervater zu grau gefärbt habe, weil ich dachte, mein Gott, das kann doch nicht machen. Hat aber funktioniert. Im Endeffekt schmeckt ihm der Wein sehr gut. Ja.
Und ich selber, ja, bitte. ich selber liebe die Weine auch. Genau, sie sind, wie du gesagt hast, unglaublich verspielt. Eine tolle Frucht dahinter. Die, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt da rein rieche und rein schmecke, habe ich so ein bisschen Riesling, dann kommt so ein bisschen das Muskatige, wie leicht was Nussiges. Und genauso spielt er sich dann am Gaumen. Also so die Riesling-Noten kommen im Vordergrund und helfen, also so das Spritzige, danach kommt das Muskatige, Weiche am Gaumen. Und das hast du ganz toll erwähnt, auch gerade zum Schluss, gerade am Gaumen macht dann der Weißburgunder komplett auf und taut, also ja, betäubt fast den Gaumen. Ja. Und da will man einen Schluck mehr nochmal haben. Und so soll es eigentlich sein, dass die Süffigkeit da ist. Also ganz auch easy drinking tatsächlich, auch vom Alkohol her so überdurchschnittlich, auch zum Glück in den letzten Jahren gut funktioniert, trotz extremer Hitze, was wir im Sommer haben, was zu extremen Zuckerwerten und nur extremer Zuckerwert zu extremen Alkohol führt dann bei der Vergärung, immer sehr moderat gehalten haben. Also immer so 11,5, gut 18 ist schon ein bisschen auf 12 rausgeschossen, aber so in dem wirklich leichten Bereich zu halten. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ich finde es wahnsinnig toll, auch so ein kleiner Input auch an Essensbegleiter, Vorspeisesalate oder sowas. Ganz, 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 ganz toll. Mhm. Ja. Katrin, genau, bitte, ich habe gesehen. Genau, weil du gerade jetzt angefangen hast mit dem Essensbegleiter. Hier war auch nochmal die Bitte, ob man vielleicht zu dem einen oder anderen Weihnachten mal zusätzlich sagen könnte, zu welchen Speisen der besonders gut passt oder wo es dann halt gut zu harmoniert. Und wenn du jetzt schon hier bei der Vielfalt die Salate angesprochen hast, vielleicht gibt es noch das ein oder andere, was man dann zusätzlich noch empfehlen könnte. Ja, also das ist bei den Speisesbegleitern prinzipiell immer so eine Sache von erlaubt dich das, was schmeckt. So mein ja. Zugang, es muss jeder ein bisschen was für sich rausfinden. Die klassische Variante schreibt ja so die klassische Sommelier-Geschichte von dem Gemüse, Weißwein, Fisch, Weißwein. Das muss nicht unbedingt stimmen. Man muss die richtigen Weine treffen. Man muss sich durchprobieren. Ganz ehrlich gesagt hat es viel mit Verkosten zu tun, zum Schauen, was könnte zusammenpassen, mit Experimentieren. Wenn man gerne kocht, experimentiert man auch ganz gerne dann auch. Genau. Wir können selber ja einen leichten Input geben, genau wie jetzt hier bei der Vielfalt, Vorspeisen, Gemüsen, Terrassenwein. Ich persönlich hatte super gerne Grillabend, man ist in Vorbereitung, man macht noch einen richtigen Grillabend, also mit Feuer und so. Noch durfte ich es, aber ich glaube, mittlerweile rennt noch mein Sohn den Rang ab und macht er das Feuer. Aber davor war es so, da können wir davor so ein kleines Aperitif geben und da passt der perfekt. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Traum. Ja, also eigentlich muss man sagen, geht der Tau ja einfach immer. Ne? Das ist so hier so der. Der klassische, der geht immer. Mal ja, Allrounder. Ja, zu jeder Zeit. Ja, genau. Sozusagen in den Vielfalt in unser Leben. Richtig. Ja. Sehr gut. Dann sippt mal aus. Wir sippen langsam mal aus. Wir haben gerade auch noch hier ist auch noch ein Gast aus Andernach dabei, der beim letzten Mal bei der Probe schon dabei war. Und wir haben beim letzten Mal auch eine neue Sorte sozusagen angekündigt in der Probe. Ich habe jetzt gerade schon darauf geantwortet. Wir haben in den letzten Jahren auch neben dem Umbau hier zu Hause den ein oder anderen Weinberg umgekrempelt und umgebaut. Und ein ganz großes Projekt ist unser Roter Riesling. Der steht hier oben in der Höll. Ja. So heißt die Lage auch. Und man muss sagen, dieser Rote Riesling hat uns schon sehr viele Nerven gekostet. Und war es jetzt auch schon mal so ein bisschen die Hölle, muss man sagen. Ja, die Hölle auf Erden dann so. Genau. Zuerst war es kalt, dann war es heiß, dann kamen die Schweine, dann kamen die Hasen. Jetzt ist dieser Weinberg Alcatraz und ich bin mir sicher, im nächsten Herbst
geht das rund mit dem roten Riesling. Ja, ja, ja. Also die Menge, wir haben das geerntet. Aber die Menge ist sehr klein. Die Menge ist unglaublich klein, genau. Was dazu führt, dass wir leider es für die Probe nicht gut abschätzen konnten, ob wir mit dem roten Riesling dann parat kommen. Das machen wir gar keinen Hirn drum, dass das von der Menge her wenig war. Er wird sowohl ausgebaut, er wird zum Verkosten sein hier im Wein und Raum, am Weingut. Das auf jeden Fall. Aber jetzt so für eine Probe rauszugeben, war es noch leider, zu wenig. Ja, ich hoffe, beim nächsten Mal wird es so sein. Vielleicht kommt aber auch für die nächste Probe, muss man jetzt auch ehrlich sagen, auch noch das eine oder andere. Man kündigt ja immer zwar wieder so ein bisschen an, ganz experimentelle Weinchen dabei. Es liegt ja noch was im Keller, wir haben ja auch noch nicht alles kühl. Der, was mich kennt, der weiß ganz genau, ich kann die Finger ja vom Experimentieren nicht lassen. Gerade was Wein angeht, ich liebe das Thema ja, vor allem die Produktionsverfahren. Es gibt nichts, was nicht extremer geht. Und ja, dabei belasse ich es mal, bitte Katrin, noch mal einzuschenken. Ich komme mit der Nummer 5 und sonst verraten wir mal nichts. Genau. Ne? Bitte gerne. Ja, so. Ja, nach der 4 ist die 5 dran, oder? Kann sein, ja. Also ich würde sagen, wenn man zählen kann, dann ja. Dann ja. Sehr gut, gehen wir. Ich bin noch früher machen, oder? Ja, Marie. Willst du nochmal, tausch dich nochmal? Ja, ich denke schon. Ja? Ich mach einfach nochmal. Du machst nochmal? Also ich bin ja von deiner Trefferquote wahnsinnig begeistert. Also, ich selber auch. Also ich muss sagen, ich selber auch. Ich hätte nicht gedacht, als du mir gesagt hast, Marie, hast du Lust, dass ich das überhaupt hinkriege so. Aber ich muss sagen, ich habe mir schlimmer vorgestellt, dass ich das nicht auf die Reihe kriege. Aber ja, da haben sich die paar Jahre Amtszeit doch bezahlt gemacht und ab und zu mal ein Gläschen Wein zu trinken zu Hause. Ich denke, schon dabei. Mit Mama, Papa, Oma, Opa. Auf jeden Fall. Grüße an der Stelle. Ja. Toll. Ja, schön. Ja, farblich. Weiß ich nicht, ob er so vielleicht ein bisschen heller ist oder ob ich jetzt falsch gehe. Nee, bin ich da nicht voll bei dir. Ja, also ich bin ein bisschen heller. Ja, ja. Hol nochmal dein Blatt, genau. Ja, nee, definitiv. Ja, also finde ich auch heller. So, komm, schwenken jetzt. Schön im Glas. Ja. Ja, die Kirchenfenster sind jetzt auch nicht überdurchschnittlich groß, was sie ziehen, die spielen, was runterkommen. Mhm. Ja? Ja. Ja, ich finde nämlich auch wieder leicht fruchtig, so. Mhm. Wie Sie definieren, was für eine Frucht? Ja, das fällt mir schwer. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt... Hey, sag du mal, was du denkst, und dann sage ich, ob ich das auch gedacht habe oder ob ich das nicht gedacht habe. Das können wir gerne so machen, das ist gar kein Problem. Ich habe so diese so leichte Muskatnoten... wie sie was Ananas-mäßiges, Steinobst, ja. Also ich hätte jetzt als erstes ein Pfirsich gewesen, aber ich glaube, damit bin ich... Ja gut, Steinobst, genau, ja, also dann so in die Richtung... Pfirsich wäre so mein Tisch gewesen, aber... Leichte Limette auch, also ja. Das kommt schon noch ein bisschen hoch. Und so ein bisschen... Kräuter sind das, ja. Nicht so wie beim Paul, wie sie andere Kräuter haben. Ja, genau. Okay. Ja, ich hätte mal gesagt, ich würde sagen, probieren wir mal zum Wohl auch zu Hause. Ja, ich finde ihn auch wieder sehr weich auf der Zunge. Also ist schön, also wenig Säure, finde ich. Mhm. Ja, ist ein leichter Abgang so. Mhm. Es
Ist auch für mich eher so ein Sommerwein, den man gut im Sommer trinken kann, obwohl es auch so auch wieder so ein Allrounder ist wie die Vereinte Vielfalt von eben. Mhm. Finde ich schon. Ich weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich schon mit tippe, schon eher schon zu viel verrate. Auf jeden Fall irgendwas Feinherbes, denke ich auf jeden Fall. Mhm. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht. Soll ich schon? Soll ich schon? Oder soll ich noch nicht? Willst du noch mal hinzufügen? Weil ich gebe die Frage noch mal zurück. Also bevor wir es jetzt auflösen, die Karte steht nämlich schon neben mir. Ja. Ich glaube. Da geht schon einiges hier bei uns, aber jetzt ist natürlich auch, wir sind bei Nummer 5. Ja, also, ja, die ist 50-50 Tüste, klar. Der jetzt auch gepasst hat. Ja. Und die meisten tippen auf dem Rivana. Ja, so ist es auch. Also genau, 100% Rivana. Man mag jetzt auch ein bisschen merken, von der Probe her, davor die Vielfalt, die war einfach ein bisschen vielschichtiger, verspielter. Die ging jetzt schon in andere Richtungen nochmal, genau. Und hierbei haben wir schon klare Noten, etwas mehr Restzucker auch mit drin. Merken wir auch im Gang. Also, gerade wenn man den schon länger geschluckt hat, das ist immer noch da, das bleibt da, feinherb, genau, ja. Trifft es ganz gut. Ist auch so. Hat ein bisschen mehr Rest, also so fein, herb, halbtrocken, genau in dem Bereich ist der. Kommt auch aus dem Kloster-Stubner-Bereich. Ja, genau. Ja, und Rivana, kennst du ein Synonym vom Rivana? Nur wenn du ganz spontan das einfällt. Ja, spontan würde ich sagen. Okay, Müller-Thurgauer zum Beispiel. Und jetzt ganz herzliche Grüße an der Stelle nach Zürich, in die Schweiz. Und zwar, der Herr Müller hat im Thurgau, den Müller-Thurgau tatsächlich entdeckt und hat mit der Weinbauschule Geisenheim geforscht. Und dazu mal, also das ist schon ein bisschen länger her, war es ein Klon von Riesling und genau, ja, das ist eine ganz spannende Sache. Und es ist auch immer ganz interessant, auch mal so, wie die Reben sich oft mal verbinden und Co. Heutzutage ist nicht mehr ganz klar definiert, die Kreuzungen sind weiter und weiter und weiter gegangen. Da sind mehrere Sachen da drin, im Großen und Ganzen. Aber so war die Grundgeschichte. Ja, und es ist immer, wirklich immer spannend, wer wo unterwegs war. Und ja, ich habe gedacht, für den heutigen Abend, das passt ganz gut. Auch eben, weil Zürich auch mit drin ist und zuschaut, dass wir da den Herrn Müller-Thurgau auch nochmal aufleben lassen. An der Stelle zum Wohle, Herr Müller-Thurgau, alias Rivana. Ja. Hm? Feine Sache. Fein Mund. Ja, Essensbegleiter machen wir auch gleich. Und zwar, also, ich hole jetzt mal unsere Küchenchefin, und zwar die Katrin, für einen kleinen Wink, was ein Rivana gut ist. Also, wir müssen ja hier sagen, wir in unserem Wein- und Raum, also die Straußwirtschaft, die haben ja normalerweise von Anfang Mai bis Ende August offen. Da kann man hier ja super gut essen. Also ich habe das Glück, ich komme jeden Tag in den Genuss. Also Corona brauche ich jetzt nicht in der Restaurant, sei Dank, Restaurants dazu. Ich habe das immer zu Hause. Ich brauche auch nicht essen gehen, weil ich immer gut essen kann. Und jetzt Katrin, die Frage nicht. So, was würdest du denn empfehlen? Mal als, also du kochst ja sehr, sehr gut. Ich habe mit der Schwiegermutter zusammen, mit Jani, das funktioniert ja richtig, richtig gut. Ihr seid ja ein Dreamteam. Ja. Ja, der Rivana ist ja so vom Geschmack und von allem eher ein sehr leichter, sehr bekömmlicher, sehr süffiger Wein. Und dann passen meiner Meinung nach auch wirklich leichte Speisen zum Rivana. Und das ist auch ein Sommerwein, der im Sommer, auch wenn es wärmer ist, gut funktioniert. Und dann eben auch sommerliche Speisen wirklich gut zu dem Rivana ergänzt werden können. Ja. Also wäre man wieder so ein bisschen leicht beim Grillen irgendwo, ja. Ja, und auch so,
ja, ich will jetzt auch nicht schon wieder sagen Salate, weil wir die eben schon hatten, ja, aber eben auch so leichtere Fischgerichte oder sowas. Und Antipasti, ja. Mozzarella mit Tomate zum Beispiel, das ist der Sommerklassiker ja bei ganz vielen. Das wären vielleicht so Gerichte. Mir fällt ein Gericht ein, da passt ja perfekt dazu. Und zwar, und den gibt es bald nur hier, und das ist der Brotsalat. Stimmt. Also, stimmt. Der, was das rausfinden will, was das ist, wir schreiben mit, du schreibst auch uns. Das muss man probieren können. Das ist Gericht. Wahnsinn. Ja. Ab und zu als Special dann auf der, in der Wein- und Raumkarte. Genau. Wenn wir den aufmachen dürfen. Wir genau. Dürfen. Ja. Schnitzel geht natürlich hoch. Ja, schön. Ja. Jetzt muss ich noch mal kurz reinquetschen. Immer. Vielen, vielen, immer. Vielen Dank. Also hier kommen so viele nette Kommentare und ich schreibe immer wieder Danke, aber jetzt muss ich auch einfach noch mal Danke sagen. Ja, in dem Fall für uns auch. Wir kriegen es leider, wir kriegen es leider nicht ganz so mit, wenn du das Ihr seid nämlich alle auch so zu Hause jetzt gerade, ist ganz großartig. Und wir freuen uns total, wenn wir dann hören, dass man auch unser Herzblut für das Ganze hier merkt. Und wir machen das hier wirklich aus tiefster Überzeugung und wir lieben das hier. Und wir sind so gerne hier. Und denn, wenn das rüberkommt, dann sind wir total glücklich und freuen uns wirklich sehr. Also danke. Ja, danke. Also, dankeschön. Das ist richtig schön. Ja. Marie. Jetzt habe ich aber mal so, ja, mit meiner Natur, mit meiner Neugier. Was sind denn so deine Lieblingsweine? Also auch, ich habe ein bisschen Angst vor der Frage auch. Es gibt ja immer so ein bisschen Fettnäpfchen, wo man so trifft. Ja. Und genau, also, ja, was sind so deine absolute Favoriten? Beschreib mal ein bisschen. Also ich glaube, ich bin ganz klar Team Seko. Also das ist bei mir auf jeden Fall Top 1. Also nach Felkir, schöne Grüße, falls ihr kommt, Marie kommt auch. Also, Seko geht immer, egal zu welchem Anlass. Aber ansonsten, am Anfang habe ich natürlich auch sehr, sehr gerne typische Weine getrunken, aber mittlerweile muss ich sagen, bin ich eher der halbtrockene, je nachdem auch trocken, trinke ich sehr, sehr gerne. Kommt immer drauf an, ich probiere sehr, sehr gerne durch. Rotling darf auch gerne mal in meinem Glas drin sein, trinke ich auch eigentlich ziemlich gerne. Aber Seko ist oberstes Gebot, das steht immer an erster Stelle, würde ich immer zuerst zugreifen. Ja? Schön. Liegt ein bisschen in der Familie, ja, glaube ich schon. Ja. Also, ja, auf jeden Fall. Also Seko ist bei uns im Hause. Mertens, die Frau Mama kennt man. Ja, die trinkt den auch sehr gerne. Ja, sehr gut. Aber meine Schwestern auch und der Papa war mittlerweile. Also der Papa ist auch immer gut mit dabei dann beim Seko. Weil vier Frauen zu Hause muss man sich auch schon anpassen. Deswegen, ja, Respekt dafür. Ja, Seko ist immer... Schön. Ja, jetzt jetzt sind wir bei dir zu Hause. Jetzt mal so die Weinkönigin-Sache. Gehe ich da richtig? Ihr habt ja da so eine richtige Tradition eigentlich bei euch, oder? Ja, genau. Also meine Mama war, glaube ich, sogar als ich Weinkönigin wurde, genau. Auf jeden Fall irgendeine genau gerade Zahl vor mir. Also da bin ich ein Zufall, da hatte ich genau gefühlt zu dem Jubiläum. Ja, 19 Jahre. Direkt so dahinter, ich weiß nicht, auf jeden Fall direkt dahinter. angekommen bin. Meine ältere Schwester war auch Weinprinzessin. Ja. Genau, und ich bin dann quasi jetzt als Mittlere dran und je nachdem, wie es weitergeht, wenn Corona mal vorbei ist, kommt natürlich vielleicht auch noch meine jüngere Schwester. Und wie sie sich schickt. Ja. Ja, aber es ist schon immer sehr schön, wenn man so die Tafeln dann zu Hause hängen hat und die Fotos, ja, dass doch irgendwie jeder sowas mal gemacht hat. Das ist ja toll. Das ist ja eine schöne Tradition. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe immer, wenn ich habe ein großes Schild zu Hause hängen, das hat die Karin bemalt und die Leute bleiben immer davor stehen und fragen, bist du das wirklich? Ich so, ja, ich bin da, so, als wenn also, bei uns ist das ja eigentlich schon was Normales, also und für Touristen, die denken, also, ja, das nicht, ist, das stimmt, da gebe ich dir absolut recht. Ist immer, auf jeden Fall hat man immer ein Thema dann, womit man mit den Leuten sprechen kann, weil die auch sehr interessiert daran sind und immer auf alles wissen wollen. Das ist schön, ja. Also mir fällt jetzt gerade so ganz spontan noch ein, also wir sind ja eine Doppelgemeinde, also
muss ich jetzt auch mal ganz kurz, Ediger Eller. Du bist ja in Ediger zu Hause am Feuerwerk, ja, da richtig genau, bin, ganz oben eigentlich. Ja. Genau, ja. Da wo das ist das schön. Man kann schön, gut und besser wohnen oder in der Bär. Also da wo ich wohne. Zack, so einfach. Das ist schön, genau. Ja, was auch toll ist, das ist einfach auch, was ich so mitkriegt habe. Früher war ja das Ganze selbstverständlich, dass man gemeinsam Sachen gemacht hat. Also Ortsteil Ediger, Ortsteil Eller war ja mal schon ein bisschen verstritten, so indirekt, aber man hat so ein bisschen gespürt immer wieder, dass das mittlerweile sehr, sehr gut ausbalanciert ist. Das muss man ganz ehrlich sagen, weil ich bin ja recht aktiv hoch. Und merke einfach, dass es ganz was Tolles ist, dass es selbstverständlich ist, dass wir miteinander arbeiten. Und ich glaube auch, dass das eigentlich das Ziel ist und der Weg ist, wohin das wir kommen müssen, dass wir ganz, ganz gut zusammenarbeiten. Gerade in den Zeiten, die wir sie haben, die sind ja nicht unbedingt einfach für jedermann. Und da bin ich echt stolz hoch, heute die Weinkönigin zu sitzen. Sehr an der gerne Stelle. Ja, schön. Ja, gut, Katrin. Sollen wir mal jetzt, ja gut, das ist jetzt, also jetzt wird schwer. Vom Verkosten her schwer. Wenn ich jetzt hier mit der Nummer 6 um die Ecke biege, wird es natürlich ganz schwierig zu erschmecken, was da drin ist. Aber nichtsdestotrotz, entdeckt einfach die Aromen und entdeckt den Geschmack. Genau. Und lasst euch viel Zeit. Ich will ja gar nicht aufhören, weil... Ja, es macht echt Spaß, also das ist echt was Schönes. Also, und sehr, sehr ruhig, sehr gediegen, ja. Macht wirklich, ja. Wirklich, wirklich viel Spaß. Ja, finde ich auch. Also ich muss sagen, das habe ich auch so noch nie gemacht und bin auch sehr begeistert, dass ich auch mitmachen kann. Und das ist auch eine sehr, sehr coole Sache, muss ich sagen, auch für die jüngeren Leute, weil man er schmeckt ja nicht jeden Tag so ein Wein mit einem geblindem Etikett quasi. Ich finde, da ist der Reiz nochmal mehr da, sich mehr darauf zu konzentrieren und nochmal zu gucken, was hat der Wein jetzt wirklich zu bieten. So. Weil sonst, wenn man das Etikett schon liest, dann liest man halt schon alles. Genau. Und wenn man halt das Etikett vorher noch nicht gesehen hat, dann konzentriert man sich mehr darauf, was der Wein irgendwie mit sich bringt. Das war ja eigentlich die Zielsetzung von dem, was wir eigentlich wollten. Wein ist ja... klar, ein Lebensmittel, auch natürlich ein Genussmittel, aber eben für mich ist Wein ja doch ein bisschen mehr. Das soll ja doch mit allen Sinnen erlebbar sein, das Gesamte. Die, was hier Urlaub machen, die können das ja live erfüllen, ertaschen, riechen, wenn sie in den Wein tragen, wandern gehen und so ein bisschen Gefühl an Urlaub, einen Hauch an Urlaub nach Hause zu bringen, dass man das sich zu Hause auch gut gehen lässt. Und mit dem Kopf mal ganz woanders hinschweifen kann. Und ich glaube, eben so eine Blindverkostung, es ist schwierig für manch einer, da glaube ich auch, aber ich glaube, umso intensiver das sowas ist, umso eher kann man sich mit einem mit dem Wein und mit der Region, mit dem Dorf dann identifizieren und man wird eins dann. Das ist dann ein ganz, ganz was Schönes. Wie gesagt, es ist intensiver, definitiv. Ja, ich finde schon. Also, für mich war das auch, finde ich, irgendwie sehr, sehr schön auch zu sehen, dass ich also doch mehr draus erschmecke, als ich mir eigentlich zugetraut hätte. Genau, also, ja, finde ich schon. Und das ist ein gutes Thema, weil Wein wird ja gerne so ein bisschen elitär auch dargestellt. Gibt die Top-Sommeliers, die was dann alles Mögliche erschmeckende riechen, das machen wir heute zwar auch, ja. Aber es soll prinzipiell darum gehen, dass es einfach Spaß machen soll. Es für jedermann, er findet sein Wein, ob das süß ist, trocken ist, halbtrocken ist, rot ist, rot süß, wie auch immer. Jeder hat seine Vorlieben und die soll er ausnehmen. Genau. Und da gibt es keinen Vorwurf oder sonst was überhaupt nicht. Und das ist eigentlich das, was wir damit auch ein bisschen zeigen wollen. Wenn einer anderen gesagt hat, boah, das geht gar nicht für mich, dann ist das genauso okay, muss man fairerweise sagen. Ja. Ja. Ja, die letzte Probe. Die letzte Probe. Jetzt geht's an. Soll ich dir was? Ja, mach gerne. Also gerne, ich füge hinzu, wenn du was vergisst. Tja, sie hat schon alles parat. Okay. Ich bin mal so frei und schwenke mal und schau mir mal das leicht
ja, ich sage jetzt mal doch ein bisschen strohgelb an. Ja, also ich finde es irgendwie auch farbintensiver, finde ich irgendwie. Ja, ein bisschen, ja. Mhm. Und boah, mit den Schieren dauern ein bisschen jetzt. Genau, ja, zieht so mittel bis kräftige Schieren irgendwo. Mir rieche mal rein. Pfirsich, so wie sie Maracuja, Ananas, leichte Limette. Ja, ich wäre auch Zitrus gegangen. Ja, so mehr so meins. Mhm. Bisschen Honigmelone, sowas. Ja. Also das kommt viel mehr raus, ja. Die Honigmelone. Ja. Ich hätte gesagt, wir probieren mal, oder? Also irgendwie prickelt der schon so ein bisschen auf der Zunge, finde ich. So das Mineralische, was dabei rauskommt, weil Kohlensäure oder so ist jetzt nicht viel, sondern es ist mehr so das Mineralische, was dabei drin ist. Meiner Meinung nach also ein bisschen auch leichter, gerade wenn man den über die Zunge laufen lässt, auf der Seite von der Zunge, kommt so ein bisschen die Säure dann raus. Finde ich auch. Hinten runter wird er dann ganz weich eigentlich. Mhm. Also, aber nicht weich von der Säure weich, weil die ist ja da, die ist ja gegeben, ja, so auf der Seite. Aber so ein bisschen Restzuckergefühl. Also so ein bisschen. Mhm. Wie sie mehr Restzucker hat, aber doch auch ein Säurestruktur dabei. Ja. Also nicht ganz so flach ist. Also Tendenz natürlich zu Risiken, ja. Das auf jeden Fall. Bleibt doch schön. Also wenn man so ein bisschen nachschmeckt im Mund, das geht ganz gut. Ja, wieder an die Leute da draußen. Wir dürfen lüften, bitte viele. Die ganz schwierige Probe. Die ganz schwierige Probe. Ja, die viele. Jetzt kommen wir zu einer Erklärung, was Paul und Fine dann ja ausmachen. Paul und Fine, ich darf genau die Katrin nochmal hinzufügen. Ich muss das übergeben, das ist familiär. Ja, also Paul und Fine, für diejenigen, die uns jetzt noch nicht so gut kennen, Paul und Fine, das sind diese beiden hier. Ich weiß nicht so genau, ich glaube, man kann es sehen. Das sind diese beiden und wenn ihr euch jetzt das Foto anguckt und euch auch mal die Etiketten jetzt anschaut, dann sieht man vielleicht, woher das Etikett kommt. Und Paul und Fine sind niemand geringerer als meine oder unsere liebe Oma und unser lieber Opa. Und eben diejenigen, von denen auch mein Vater das Weingut übernommen hat und der Daniel konnte beide nicht mehr wirklich kennenlernen, nur so ja, schönhaft, die Fiene noch. Klitzekleines ja. Bisschen. Ja. Und als wir dann hierher gekommen sind, haben wir gedacht, wir müssen irgendwie was machen und wir müssen irgendwie so ein kleines Denkmal bauen für Oma und Opa. Und Daniel hat sich gedacht, er macht einen Wein, der ist wie die Oma und einen Wein, der ist wie der Opa. Und deswegen haben wir jetzt Paul und wir haben viele. Und er hat sie ja beide nicht kennengelernt, also hat diese Weine gemacht, einfach nur aufgrund der Erzählungen, die er so von uns bekommen hat über Oma und Opa. Und vielleicht erzählst du aber selber, welche Charakteristika dir wichtig waren, dass du in diesen Wein reinbaust, sozusagen. Ja. Also ist das Denkmal, ja, absolut, voll und ganz, war bei uns auch wichtig. Und das ist für mich ganz wichtig, authentisch zu sein, woher kommen wir, wer sind wir eigentlich. Und wir sitzen ja in der Familie sehr viel zusammen, also die was uns noch ein bisschen näher kennen, wissen, dass wir ja eine sehr enge Beziehung haben, ja auch zu den Schwiegereltern, und dass da einfach auch viel drüber gesprochen wird. Und da war das Thema, Paul war der, was ja
Also Paul und viele, die waren unglaublich mutige Leute. Die haben nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die sich traut, ihr Vieh wegzugeben und rein auf die Flaschenvermarktung zu setzen. Und das war ja Ende der, also so Mitte, Ende der 50er Jahre, war ja noch nicht ganz klar, wie das weitergeht. Der Wirtschaftsaufschwung ist ja dann 60er, 70er Jahre erst so richtig durchkommen. Und das halt da, also war für uns und für mich war halt, den Leuten gehört irgendwie ein Denkmal gesetzt, weil das ist sowas Schönes, sowas Tolles. Und wie die Katrin auch schon erzählt hat, wir haben dann ein bisschen über die Charaktere gesprochen, wie war denn der Paul, wie ist denn der? Und ja, ich sage jetzt mal so ein bisschen ein Muslimer mit Wurzeln woanders auch, also da kommen wir gerne drauf. Ich habe es vorhin schon erwähnt, ein bisschen kantig, aber ein unglaublich weiches Herz, ganz ein seelenguter Mensch. Und bei der Fine, ja, so wie sie die Dame von Welt, sehr charmant, sehr elegant, sehr weich. Also ich persönlich finde ja, es trifft es komplett. Zu Hause, denke ich, kommt es auch dementsprechend gut an. Ja. So was ich jetzt von Erzählungen habe. Ja, und das ist wirklich, wirklich schön und genau. Mhm, hier kam jetzt noch die Frage, ja. Wie viel Restzucker die Fine hat. Ja, also beim Paul sind wir so beim internationalen trockenen Bereich. Also der ist nicht ganz trocken. Trocken definiert sich ja laut Gesetzgeber bis 9 Gramm Restzucker. Und der ist meistens so bei die 10 Gramm, je nachdem wie er sich einpendelt nach der Gärung. Genau. Die Fine selber, die wird gestoppt in der Gärung. Das ist reiner Fruchtzucker, was da drin ist. Die hat um die 20 Gramm Restzucker. Aber auch beide, also das gehört ein bisschen dazu, nur der Zuckerwert ist ja nicht das Ausschlaggebende, muss ja immer die Säure ein bisschen auch im Auge behalten, weil das macht ja eben das Zusammenspiel, das wollte ich heute Abend auch noch ein bisschen zeigen. Und die Säure selber liegt ja bei beiden so um 6,5 bis knapp 7 Gramm pro Liter. Ja. So, der Karton ist nochmal rüberkuscht, ich glaube, da kommt gerade gleich noch eine Frage. Genau, wir haben hier noch die Frage, ob die Geschmacksnoten, die in den Weinen sind, wirklich rein von den Trauben bzw. von den Rebsorten kommen oder ob es wie beim Bier zum Beispiel dann versetzt wird mit anderen Geschmacksaromen. Nee, es ist tatsächlich so, jede Rebsorte hat ihr eigenes Portemonnaie. Das mal so als allererstes gesagt. Dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie agiert der Winzer. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, das Ganze. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, oder? Kein Stress. Hier zu Hause hat auch keinen Stress. Nee, Quatsch. Ich reiße nur kurz rum. Es geht um, als allererstes, wie mache ich den Anbau? Geht es um Masse statt Klasse, meiner Meinung nach? Also, wenn man ein bisschen begrenzt das Gesamte, hat man größere Erträge. Oder beziehungsweise weniger Erträge, aber dafür mehr Reife in den Trauben. Genau, da kann man schon sich im Geschmacksprofil ein bisschen bearbeiten. Dann, wie ist der Ausbauart? Was verwende ich im Keller? Sind Schönungsmittel, was ich direkt drauf gebe, werden spontan vergoren oder kommen, also spontan vergoren heißt mit den Hefen, die was auf den Trauben sich befinden. Genau. Oder sind es eben Reinzuchthefen, die was im Labor gezüchtet sind, die was ich von außen zugeben kann, also wie bei einem Hefekuchen oder sowas, das ist ja auch Hefe, was ich dabei gebe, was anderes macht man beim Wein ja auch nicht. Da kann man so ein bisschen steuern. Ich sage jetzt mal, es gibt nicht das Grundrezept, wenn man einen Winzer jetzt, von mir aus, man läuft doch weniger älter durch, beide Winzer bewirtschaften eine Lage, nehmen wir jetzt von mir aus mal den Pfirsichgarten. Winzer A hat Handlese, Winzer B hat Handlese. Sie gehen beide gleiche Tag, hinten raus kommen zwei komplett verschiedene Weine. Das sind einfach so Gefühlssachen, wann der Winzer den Wein von der Hefe nimmt, wie viel triert er denn, ist eher etwas schonender gearbeitet oder ist er eher der robuste und knackige und sagt, doch, mir wurscht, ich habe morgen noch Zeit und gehe heute Abend lieber noch was anderes machen. Das gibt es ja auch. Oder ist es eher der Winzer, der was sagt, okay, im Herbst ist es wird geschafft, 24 Stunden, egal was passiert, weil die Qualität steht vorne. Und da gibt es so viele kleine Faktoren, was da aufeinander wirken. Und dann gibt es eben unterschiedliche Weine. Ja, aus dem gleichen Gebiet, ja. Genau, und natürlich hat eben, wie der Daniel ja schon gesagt hat, jede Rebsorte so Charakteristika, die man eigentlich dann schon auch wiederfindet, aber mit einem anderen Aroma versetzt oder sowas wird jetzt der Wein hier auf keinen Fall.
Nein, nein, das absolut nicht, weil sonst wäre es ein aromatisiertes Getränk sozusagen, ja, und nicht mehr Wein selber. Ja, so die Katrin huscht nochmal, da sind noch mal einige Bewegungen drin, was wir gesehen haben auf der Seite. Dann machen wir. Genau, wir werden nochmal kurz erinnert an unsere Frage, wann Kork und wann Schrauber. Also wenn ihr jetzt ganz aufmerksam wart, dann fällt euch vielleicht zusätzlich noch auf, dass die Korken auf den Rieslingen bzw. auf den, sagen wir mal, etwas besondereren Weinen waren. Ja. Also die Korken sind auf den Rieslingen und auf der Schnüssbaum, weil die Schnüssbaum lange in einem Fass gelagert und weil die auch jetzt noch langes Lagerpotenzial hat. Also wer sich jetzt die Schnüssbaum kauft, der kann die Schnüssbaum auch noch 10 Jahre in den Keller legen und ein bisschen reifen lassen. Und auf diesen Weinen, die einfach so ein bisschen Lagerpotenzial haben, die Rieslingweine, die lagen sozusagen, die haben von uns einen Korken. Und die anderen, die jeden Tag Weine, die süffigen Schätze sozusagen, die kriegen dann auch mal einen Schrauber. Genau, das stimmt genauso. Genau. Okay. Ja, liebe Leute, wenn ihr noch Fragen habt, dann schickt sie uns. Bitte gerne, wir sind bereit. Ja. Wir machen jetzt so, oder? Die nächste Frage geht an dich. Und dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, wie weit ich komme. Also, ich danke nach Ananas und Techniker für nächstes Jahr, damit ich hier stehen bleiben kann, ist nicht so schlecht. Finde ich mein Hin- und Hergehops auch gar nicht so schlecht. Wir haben die ganze Zeit vorher so rumgealbert. Ich bin dann die Stimme aus dem Off, die immer wieder so kurz reinwählt und das Bild verändert. Ist doch auch schön. Wir lagern alle Weine für eine bestimmte Zeit auch ein. Also weil jetzt die Frage war, ob wir jeden Jahr oder jeden Wein auch für uns noch lagern für eine bestimmte Zeit. Also alle unsere Weine haben eine Prüfnummer. Die Flaschen, die eine Prüfnummer bekommen, die müssen sowieso, also die Prüfnummerflaschen, so nennt man die, müssen sowieso so lange aufgehoben werden, wie der Wein im Verkauf ist. Und wir haben aber schon auch so besondere Weine, wo wir dann auch darauf achten, dass man die dann einfach so ein bisschen länger noch liegen lässt. Also, keine Ahnung, bei uns im Keller liegt zum Beispiel auch noch ein Wein aus meinem Geburtsjahrgang, den verrate ich jetzt nicht, weil man fragt ja vorne nicht nach dem Alter und so. Und da liegt jetzt auch noch ein Wein aus meinem Geburtsjahrgang, der wurde aufgehoben für, ja, keine Ahnung, vielleicht machen wir den auch, wenn ich mal 50 werde oder so. Falls ich irgendwann mal 50 werde. Niemals. Und nicht für immer 29. aber wir haben zum Beispiel auch ein Wein aus dem Geburtsjahrgang von unserem Sohn Vincent weggelegt. Ja. Und wenn jetzt die Schlüssbaum, das ist ein besonderer Wein, dass wir den das erste Mal hatten, haben wir auch ein Fläschchen auf Seite gelegt, wo wir dann irgendwann mal denken, ja, die machen wir uns auf. Also so. Eigentlich werden schon alle Weine so ein bisschen aufgehoben und es ist auch unsagbar spannend, wenn man dann so 10, 15 Jahre später nochmal einen Wein aus dem Keller holt und dann einfach mal probieren kann. Wir hatten neulich auch mal unseren allerersten Rotwein, den mein Vater irgendwann gemacht hat und dann haben wir nochmal den allerersten Rotwein, den wir jemals gemacht haben, hier probiert und eine Flasche geholt und er hatte noch eine ganz andere Farbe wie heute, war nicht so dunkel. Aber trotzdem auch so ein süffiges Stöffchen, aber was ganz anderes wie heute. Ja. Gut. Ja. Ist noch was kommen? Nein, sonst also eigentlich gut. Nicht. Und jetzt noch die Frage, haben wir noch einen Wein von 94? Ganz ehrlich, die Anfrage bitte per Mail an info@wein-ostrup.de an der Stelle. Muss ich nachschauen. Kann sein, dass da noch was vorrätig ist. Wir haben hier und da so, der Vorrat ist jetzt nicht riesengroß, das muss man jetzt dabei auch sagen. Die Weine selber sind dann mehr so Einzelflaschen. Ich glaube, das Älteste, was jetzt, hier nennt man das ja dann die Schatzkammer, gell? Mhm, ja. Ja. Was dann da so drin liegt, ich glaube, aus den 70er Jahren sogar. Aber das muss man individuell dann anschauen, wenn dann Anfrage da ist, gerne, wir gucken nach. Versprechen kann ich es nicht an der Stelle auch sagen. Aber sehr gerne, da gucken wir gerne nach. Einfach eine E-Mail schreiben und dann funktioniert das ganz gut. Ja,
Marie, ich denke, wir kommen jetzt so ein bisschen zum Abschluss. Ja, ich darf an der Stelle ein riesen Dankeschön sagen. Das war mir echt ein Volksfest. Ja, wenn eine Königin da ist, normalerweise sollte man ja noch größer auftreten, aber wir dürfen ja nicht. Und es ist wirklich, wirklich ganz was Tolles. Och, Chapeau, Wahnsinn, was du erschmecken, erriechen, ertaschen kannst, wenn man so will. Irre. Ja, ich darf die Karte noch dazu bitten. Die Blumen muss immer der Mann machen und er hat schon heute Mittag gesagt, oh, dann darf ich gar nicht küssen. Also wir müssen jetzt ein bisschen recht andeuten. Genau, ich darf dir es überreichen an der Stelle. Wenn man wieder dürfen würde, man darf. Ja, sehr gut. Kriegst du von uns noch einen kleinen Geschmacksträger dazu und damit der Geschmacksträger nicht ohne Geschmack ist, ist auch noch ein Säckchen drin. Vielen, vielen Dank. Das muss dir schmecken und vielen Dank, dass du heute da bist. Danke auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. War auf jeden Fall eine Erfahrung, die ich so noch nicht gemacht habe und die auf jeden Fall dazugehört, wenn man als Weinkönigin unterwegs ist. Und es war sehr, sehr cool, muss ich sagen. Super, ja. Ja, auch nochmal an euch draußen ein riesen Dankeschön für das Mitmachen, für die unglaublich unzählige Pakete, was da rausgegangen sind, für die Teilnahme an der Verkostung. Danke. Ganz einfach, danke. Wirklich, wirklich schön. Und ich hoffe, dass man sich bald wieder hier live dann vor Ort sieht, dass man gemeinsam am Tisch ein Essen miteinander probieren kann. Das macht doch schlussendlich immer noch mehr Spaß, aber ich finde das als Zwischenlösung für dahin ganz gut. Auch von mir vielen Dank und jetzt wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Abend. Macht die Flasche noch leer, sippt noch ein bisschen und weil eben mal die Frage kam nach der Hefeverkostung, die machen wir nicht online, die machen wir dann hier. Dann alles klar, schönen Abend. An der Stelle schönen Abend, Dankeschön.